Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ganz anders. Kein Auto, keine Reparaturen, nichts. Ich wollte über diese Situation im Moment in der Türkei reden. Syrien natürlich. Ich habe vor, was zu sammeln. Und alleine schaffe ich das nicht. Meine Bitte ist, ja, wer hat Bock mit zu spenden? Ich kann auch mein PayPal-Konto. Wir haben in Frankenthal eine Firma, die macht Gebäudereinigung, eine türkische Firma, die organisiert ein LKW. Die Firma heißt Nergis. Ja. Gebäudereinigung und entweder tun die mir das Geld rüber schaffen oder ich habe noch was, also ich würde jetzt beim Nergis nicht mit Geld, sondern mit natürlich mit Ware, Decken, Jacken und was für sich, weil ich schaffe in meinem Kaufhaus für Bekleidung, da würde ich das ausgeben. Deswegen werde ich die Rechnung euch zeigen. Das zweite ist, was ich mitbekommen habe, meinst Konsulat, türkischer Konsulat, könnte ich das Geld einreichen. Die würden das dann auch beim Hilfsorganisation AFAD abgeben. Und die würden das organisieren. Wisst ihr Leute, ob ich jetzt 50 Euro hingebe oder 1 Euro, das hilft. 1 Euro hilft auch. Ich bitte einfach von euch, spendet mit. Hilft mir, hilft den anderen Leuten, weil wirklich alleine schaffe ich das nicht. Ich bin kein Millionär. Ja. Es wird klar, es gibt Kanäle, die sagen, ja, mach mal das, stecken es dann in die eigene Tasche. Nein, hier wird alles dokumentiert. Jeder wird, also wenn ich das in Mainz Konsulat abgebe, habe ich das. Habt ihr das nachgefragt, ne? Dann könnte ich das, wenn zum Beispiel wenn einer mir jetzt 1 Euro schickt, dann steht hier bei dem PayPal-Ding 1 Euro gekriegt. So, diesen Namen muss ich mal aufschreiben. Wer von wem? Das muss ich mal kopieren. So, und die schreiben sich dann das alles nochmal auf und belisten das. Machen genau eine Liste. So, und diese Liste werde ich euch auch zeigen. Wird jeder sehen, wo er gelandet ist. Welche Tabellenreihe halt, sag ich mal. Ne? Die werden wahrscheinlich von A bis Z machen. So läuft es im Konsulat. Ja. Auch bei Nergis, bei diesem Gebäudereiniger von Frankenthal, der macht Decke, wie gesagt, Kinderklamotten, Windel und alles, was die Leute halt brauchen. Ich bemühe mich, das zu machen. Ja. Es ist ja furchtbar, was da passiert ist, dass die Hilfe schlecht angekommen ist. Spät, sehr spät. Also es ist nicht so, wie was sie in Medien sagen. Es ist wirklich die Hilfsorganisationen. Danke, ist alles in Ordnung, läuft super. Aber das, was die jetzt bringen, diese Hilfsorganisation, 24 Stunden lang arbeiten, Respekt, das hätten die, müsste es geklappt hätten, am ersten zwei Tagen. Die ersten zwei Tagen waren die wichtigsten Tagen. Und das ist es. Ja. Das hätte klappen müssen. Es ist alles nicht zu spät. Leider sehr viele Tote. Ich wünsche allem dort viel, viel Kraft und einen großen Beileid. Und ich hoffe, ihr hilft mir mit. Schreibt mal in die Kommentare. Ihr findet mich auch im Instagram. Und mir fehlen die Worte einfach. Ich kann nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr im Bildschirm sehen. Da könnte man gerade mit heulen. Und das ist
Sehr, sehr schlimm. Sehr schlimm. Also Leute, wir stehen das gemeinsam durch. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Wer will, wer es so machen will, soll mir schreiben. Wenn ihr sagt, nein, ich möchte Decken schicken und Sachen schicken, kann er auch organisieren. Ansonsten so. Ja? Dann mal bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Mach's gut.